Der moderne Büroarbeiter. Um Zeit und Kosten für seinen Betrieb zu sparen, wurde sein Arbeitsplatz direkt in seine eigene Wohnung verlegt. Der Arbeiter steht unter extremem Zeitdruck und opfert deshalb jede freie Minute ganz dem Betrieb. Die Nahrungsaufnahme geschieht direkt am Arbeitsplatz. Dabei ist die Wahl der Produkte nebensächlich. Am liebsten beginnt der moderne Arbeiter seinen neuen Arbeitstag mit einem frisch gepressten Mangosaft. Dies kann jedoch zu einem unvorhersehbaren Verhalten führen. Zum Mittagessen bevorzugt der Arbeiter einen kleinen Joghurt. Er dient als schnelle Zwischenmahlzeit. Dieser muss unverzüglich verzehrt werden, um nicht von dem engen Arbeitstermin abzulenken. Bei Bedarf nimmt der moderne Arbeiter noch ein Marmeladenbrot zu sich. Hierbei wird besonders die Einfachheit und Verdaulichkeit des Brotes vom modernen Arbeiter geschätzt. Wichtigstes Arbeitsmaterial des modernen Büroarbeiters und einziger wahrer Freund ist die Tastatur. Diese sollte wohl bedient und gepflegt werden. Jedoch passiert es, dass dem modernen Arbeiter Fehler im Umgang mit der Tastatur unterlaufen. Wenn es nicht möglich ist, die Reinigung mit den vorhandenen Mitteln durchzuführen, muss der moderne Büroarbeiter schnellstens auf drastischere Mittel zurückgreifen. Damit die Arbeit weitergehen kann, muss die Reinigung schnellstens erfolgen. Da die Fähigkeiten des modernen Büroarbeiters begrenzt sind, kann die Reinigung nur von einer Maschine erfolgen. Diese Phase wird vom modernen Büroarbeiter als kurze Phase zur Entspannung und zur Verbesserung des Gemütszustandes genutzt. Hierbei soll der Arbeiter durch die Abwechslung zu neuer Motivierung finden. Der moderne Büroarbeiter ist natürlich auch flexibel austauschbar und passt sich meist unproblematisch an sein neues Arbeitsumfeld an. Leider ist die Haltbarkeit des modernen Arbeiters nur sehr begrenzt.